Wir bauen Paprika an. Das Saatgut ist samenfest und biologisch aus unserem Sortiment und wir starten jetzt direkt im Februar. Wenn wir noch Chilis anbauen wollen, dann machen wir das sogar eher. Wir brauchen bis zum März auf jeden Fall Kunstlicht. Ab März geht das auch an einem hellen Südfenster beispielsweise. Wir verwenden hier auch Saaterde und die Saatgutkörner kommen mit etwas Abstand in diese ja immer wieder verwendbaren Schälchen. Dann kommt auch wieder Erde drauf. Wir haben also eine Saatguttiefe von ungefähr 1 cm, drücken das Ganze an und anschließend wird natürlich angegossen. Wichtig ist die Keimtemperatur neben dem vielen hellen Licht. Und da heißt es ja 20 bis 25 Grad. Mit 25 Grad seid ihr auf der sicheren Seite. Und nun wird gekeimt. Und das Keimen kann von 1 bis 4 Wochen dauern, je nachdem wie alt das Saatgut ist, also wie keimfähig und auch wie viel Licht die Pflanzen haben. Sie brauchen es also warm und hell und wir realisieren das noch mit so einer Wärmematte unter den Schälchen. Welche das ist, steht in der Infobox. Wenn sie dann gekeimt sind, dann heißt es pikieren. Also die Keimblätter müssen auf jeden Fall da sein. Im besten Fall gucken die nächsten dann auch schon raus. Vorsichtig entnehmen, nicht am Stängel anfassen, sondern besser an den Blättern. Und dann die ganze Pflanze mit dem Wurzelballen in das nächste Töpfchen pflanzen. Da verwenden wir jetzt auch wieder Aussaaterde. Erstmal so ein Löchlein machen, dann vorsichtig die Pflanze reinsetzen. Und wichtig, tiefer setzen. Wenn die Pflänzchen dann weiter wachsen und im Verlauf so ein bisschen schwächlich oder blass aussehen sollten, verwenden wir einen Flüssigdünger, um sie so zu unterstützen. Unser Ziel sind kräftige Jungpflanzen, die gut weiter wachsen und nach 8 bis 12 Wochen sehen die dann auch schon so aus. Wenn es mit dem Platz nicht hinhauen sollte, bevor sie raus können, dann kann man sie auch nochmal umtopfen, auch wieder tiefer setzen und dann vielleicht auch direkt eine Komposterde verwenden. 2 bis 3 Monate nach der Aussaat werden unsere Jungpflanzen auch an die echte Sonne gewöhnt. Das passiert bei uns so ab April. In der ersten Woche schattig, in der zweiten Woche ab und zu mal mit Sonne und in der dritten Woche können sie dann auch schon vollsonnig stehen. Natürlich nur tagsüber. Nachts, wenn es unter 10 Grad werden sollte, dann müssen sie wieder rein. Oder ihr habt vielleicht ein geschütztes oder beheiztes Gewächshaus, dann können sie natürlich auch dastehen. Bis die Jungpflanzen ausgepflanzt werden, düngen wir einfach nur nach Bedarf nach. Je nachdem, wie das Wetter ist und euer Standort, können die Pflanzen im Gewächshaus, beheizt oder auch in einer milden Gegend, dann schon Anfang, Ende April ausgepflanzt werden. Wenn ihr auf Nummer sicher setzen wollt, dann natürlich erst nach den Eisheiligen. Paprika sind Starkzehrerpflanzen, das heißt, sie haben ganz gerne Nährstoffe an den Füßen. Bei diesem 70-Liter-Kübel haben wir ja alte Gartenerde gemischt mit abgelagertem Pferdemist. Hier setzen wir die Pflanzen jetzt ein und obendrauf kommt gleich noch Komposterde und dann haben wir auch den Effekt, dass wir die Paprikapflanzen tiefer gesetzt haben. Die haben wir jetzt hier auch zu zweit eingesetzt, was sich bei Paprikapflanzen unbedingt empfiehlt, denn dann ist der Ertrag einfach höher. Ihr könnt sie im Kübel anbauen, ihr könnt sie im Gewächshaus anbauen, wo sie wahrscheinlich größer wird und mehr Ertrag liefert, weil es warm ist. Ihr könnt sie aber auch geschützt im Freiland anbauen. Wir mulchen natürlich auch bei den Paprikapflanzen, wie bei fast allen Gemüsepflanzen und bei uns kommen auch noch Stöcke drauf, damit die Randale-Amseln nicht alles auseinandernehmen. Und nach 2 Monaten sehen die Pflanzen dann so aus. Wichtig ist es jetzt, Stäbe oder Stöcke reinzustellen und festzubinden, damit sie unterstützt wird, falls ein Sturm kommt oder doch recht viele Früchte dran sind, sodass sie gestärkt ist. Ab August ist es dann Zeit für die Ernte. Wir haben jetzt zwar hier eine Blockpaprika angebaut, aber die Spitz- und Snackpaprika, die wir auch anbauen, die funktionieren nach der gleichen Methode. Wichtig ist natürlich das Thema Gießen. Jetzt hier im Gewächshaus, wo die Pflanzen wahrscheinlich ein bisschen größer wird, es ist wärmer und auch ein paar mehr Erträge liefert, ist es besonders wichtig zu gießen, ebenso im Kübel. Im Freiland ist es nicht ganz so wichtig, da müssten wir eigentlich nur nach dem Wasser schauen, wenn es länger trocken gewesen ist. Und wenn ihr euch fragt, wann gießen, einfach Finger in die Erde, dann wisst ihr Bescheid. Und was auch toll ist, unser Saatgut ist ja nicht nur biologisch, sondern auch samenfest, das heißt nachbaufähig. Bedeutet, ihr könnt euer eigenes Saatgut von besonders schönen Früchten und reifen Früchten entnehmen und es trocknen und lagern und nächstes Jahr für die Aussaat wieder verwenden. Und wann wir was, wie aussehen, haben wir für euch in unserem Aussaatkalender zusammengefasst. Der ist in der Infobox verlinkt. Vielen Dank für euer Like und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch diesen Kanal von uns kostenlos abonnieren. Habt ihr Lust auf ein längeres Video zum Paprika-Anbau? Dann schaut mal hier. Die Playlist zu unseren kurzen Grow Veggies-Videos findet ihr hier. Viel Spaß beim Paprika-Anbauen!